Punktrechnung vor Strichrechnung? Au! Genau. Wir befinden uns jetzt hier in der 7. Klasse und wir haben uns mit einem, ja, nicht mit einem, sondern wir haben uns mit mehreren Spielereien beschäftigt. Ich deute mal Folgendes an. Nehmen wir mal an, wir haben einen Kreis, dann kennt wahrscheinlich jeder. Ich deute es jetzt mal schnell in grün an, nehme das wieder zurück. Dieses Verfahren, wenn man sagt, ich nehme diese Zirkelspanne, also von hier nach hier, wie ich den Kreis gemalt habe, und mache dementsprechende Bögen hier ran, dann kann ich hier eine Blume draus machen, solche Sachen. Und also indem ich zum Beispiel hier einsteche und dann hier einen Bogen rumziehe, wenn ich das hier auch mache und hier einen Bogen rumziehe, dann steht dann so eine Blume da und so weiter und so fort. Aber darum geht es nicht. Das nehme ich jetzt mal schnell zurück. Aber diese Punkte, die sind doch interessant. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir diese Punkte entsprechend verbinden, dann haben wir ein regelmäßiges Sechseck. Das ist keine besondere Überraschung. Und wenn ich jetzt mal überlege, was hier noch für Figuren entstehen, dann könnte ich sagen, dann kann ich ja hier immer zum Mittelpunkt hin, kann ich ja lauter Dreiecke malen. Und jetzt hatten wir auch schon festgelegt oder ganz einfach erkannt, wenn das regelmäßig ist, sind das einmal rum 360 Grad, dann muss dieses Winkelchen hier 60 Grad haben. Da wir aber wissen, dass der Radius gleich dieser Strecke hier ist und der Radius hier auch nochmal erscheint, ist es ein gleichseitiges Dreieck. Innenwinkelsumme ist auch keine Überraschung, dann haben wir hier überall 60 Grad. Das ist bis dahin nichts Besonderes. Wenn ich mir jetzt dieses Sechseck aber schnappe, Moment, ich werde es mal kopieren. Wenn ich mir jetzt dieses Sechseck schnappe und mal unter anderen Aspekten betrachte, und mal sehen, was man noch so damit machen kann. Mal sehen, was dann passiert. Dann kann ich, wenn ich jetzt mal dieses grüne Eck herauslösche, dieses dunkelgrüne, na, ganz gelingt es nicht immer, aber das muss dann reichen, ich mache nochmal Pause. So, weiter geht's. Dann kann ich auch Folgendes machen. Dann kann ich auch sagen, das mache ich jetzt erstmal noch in diesem, wenn ich nur jede zweite Ecke miteinander verbinde, habe ich ein gleichseitiges Dreieck. Auch hier gilt, da alle Winkel gleich sind und 180 Grad durch 3 geteilt werden, habe ich auch hier 60 Grad und so weiter und so fort. Also das klappt dann hier ganz genauso. Ja, natürlich sieht das jetzt nicht so schön aus, wie wir das eigentlich haben wollten. Und so regelmäßig sieht es auch gar nicht aus. Aber wir haben mit diesen ganzen Dingern experimentiert. Und zwar haben wir gesagt, was passiert denn jetzt mit diesem Winkel hier? Wie groß ist dieser Winkel? Naja, jetzt liegt er ein bisschen ungünstig. Aber wenn ich den gleichen Winkel hier nochmal einzeichne, hier ist er, dann kann ich sagen, hier habe ich 60 Grad und hier habe ich auch wieder 60 Grad. Also insgesamt ist dieser Winkel hier, jetzt male ich ihn mal aus, 120 Grad groß. Solche Dinge. Wir kommen auf diese 120 Grad noch zu sprechen. Wir hatten auch andere Dinge betrachtet. Wir haben zum Beispiel gesagt, jetzt mache ich es mal so, wie groß ist denn dann dieser Winkel? Naja, wenn man sich überlegt, dass diese grüne Linie hier, dass diese grüne Linie diesen Winkel teilt, dann habe ich hier 30 Grad und hier wieder 30 Grad und so weiter. Also mit solchen Spielereien kann man sich da wunderbar beschäftigen. Das haut ganz gut hin. Dann haben wir gesagt, na gut, jetzt interessiert uns nochmal was anderes. Also wenn das 120, das und das und das, also die Innenwinkel eines Sechsecks, wenn das jeweils 120 Grad sind, dann haben wir als Erkenntnis hingeschrieben, dann wären das 6 mal 120 Grad, macht die Innenwinkelsumme 720 Grad. Das wäre beim Sechseck der Fall. Na gut, dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir mal was anderes aus. Wie ist es denn beim Viereck? Ich kann dieses Viereck auch als Raute malen, ich kann es auch unregelmäßig malen. Beim Viereck habe ich die Innenwinkelsumme, also 4 mal 90 Grad. Dann wären es 360 Grad. Dann haben wir uns was anderes überlegt. Wie ist es beim Dreieck? Beim Dreieck, da wissen wir es. 3 mal 60 zum Beispiel, wenn ich ein gleichseitiges Dreieck habe, sind 180 Grad. Aber auch grundsätzlich beträgt die Innenwinkelsumme beim Dreieck 180 Grad. Jetzt haben wir überlegt, jetzt könnte man vielleicht noch was draus machen. Was könnte man hier aus der Sache noch machen? Jetzt könnte man sagen, na, wie ist es beim Fünfeck?
fünfmal wie viel ist das? Und haben hin und her überlegt und haben das mal aufgemalt. Und zwar, ich werde es nochmal schnell darstellen. Wenn ich also hier einen Kreis habe, damit es regelmäßig wird, dann haben wir gesagt, einmal rum sind 360 Grad, also bis hier wieder zurück sind 360 Grad. Und da ich aber fünf Ecken habe, muss ich einen Winkel von 72 Grad nehmen. 72 Grad. Jetzt haben wir eine andere Frage gestellt. Diese restlichen Winkel sind dann wie zu berechnen? Da sagt man, ein Winkel ist gleich 180 Grad, Innenwinkelsumme eines Dreiecks, minus 72 Grad. Und weil es ja nur ein Winkel ist, haben wir die ganze Sache durch 2 geteilt. Naja, das geht ja noch relativ leicht. Dann müssten die also 180 minus 72, 100 ist 108, 108 durch 2, 54 Grad sein. 54 Grad. Ja, wenn ich das jetzt hier mal weitermale, dieses Fünfeck und so weiter, dann hätte ich also hier einen Winkel von, wieder insgesamt, ne, der ganze Winkel hier sind demzufolge nicht 54, sondern 54 und 54 wieder 108 Grad. 108 Grad mal 5. 108 Grad mal 5 sind 540 Grad. Gut, tragen wir diese 540 Grad jetzt mal oben in unsere Liste ein. Also 5 mal, was hat man gesagt? 108 Grad sind 540 Grad. Und dann haben wir uns die ganze Sache mal betrachtet und haben gesagt, wir bilden mal die Differenz von einem Winkel zum anderen. Von hier bis hier sind es 180 Grad. Na nun, das gleiche funktioniert auch hier, das sind 180 Grad. Das gleiche funktioniert auch hier, das sind wieder 180 Grad. Naja, wenn es wieder 180 Grad sind, dann müsste ja ein Siebeneck, nee, ich mache das gleich mal grün, siebenmal, weiß ich noch nicht, sein, ist gleich, 180 Grad dazu muss 900 Grad ergeben. Und um jetzt mal die ganze Bruchrechnung, die hier für diesen Winkel nötig ist, um das hier mal abzukürzen, könnte man auch Folgendes sagen. Dann müsste dieser Winkel 900 Siebtel Grad sein. Ja, dieser Winkel hier. 900 Grad durch 7, 900 Siebtel. Da man, wenn man durch 7 teilt, im Allgemeinen eine ganz verrückte Zahl rausbekommt, mit zig Kommastellen und ewig nicht klarkommt, sagen wir mal, näher kommen, ist egal, schreiben wir das als 900 Siebtel Grad. Dann müsste ein Achteck demzufolge nochmal 180 Grad haben und noch mehr. Und dann müsste eigentlich auch ein Zweieck, ha, ja, wenn ich hier überlege, dann müsste ein Zweieck, wenn das 180 Grad mehr sind, 0 Grad haben. Und ein Zweieck beim besten Willen ist nur ein Strich. Das hat zwei Ecken, aber keine Innenwinkel. Demzufolge 0 Grad. Das müsste klappen. Dann müsste ja ein Eineck, aber naja, gut, das führt zu weit. Bis dahin, wenn wir uns jetzt diesen rechten Komplex hier alles, also ich werde es mal kurz markieren. Wenn wir uns jetzt diese Erkenntnisse, was wir hier alles gesammelt haben, wenn wir daraus mal versuchen, eine Formel zu entwickeln, womit man auf einen Schlag ermitteln kann, wie viel Grad hat ein N-Eck, ein sogenanntes N-Eck, also ein Eck mit so vielen Ecken, wie ich Lust habe. Wie kann ich das am allerbesten berechnen? Dann sind wir auf folgende Formel gekommen. Gucken wir uns das nochmal an. Von zwei Ecken. Zweig ist Quatsch, weiß ich. Bis dahin sind es 180 Grad. Von 3 bis 4 wieder und wieder und wieder und wieder. Also der Abstand ist immer, das ist ein bestimmter Faktor, wie eine Art Proportionalitätsfaktor, ist 180 Grad. Dann könnte man doch Folgendes machen. Dann könnte man sagen, und das war dann die Formel auch, und die hat die Klasse entwickelt, deswegen auch AU. Wir sagen, Anzahl der Ecken, oh, Anzahl der Ecken eines Vielecks minus 2 in Klammern mal 180 Grad ist gleich Innenwinkelsumme. Und so haben wir das rausgekriegt. Das wollen wir mal überprüfen. Anzahl der Ecken minus 2 mal 180 Grad. Anzahl der Ecken ist 3 minus 2. Jetzt nicht hier auf die 60, 90 und so weiter gehen. Anzahl der Ecken ist 3 minus 2 ist 1 mal 180. Ja, stimmt. 180 Grad. Anzahl der Ecken 4 minus 2 ist 2. 2 mal 180 Grad ist 360 Grad.
Fünfmal und so weiter und so fort. Die Formel stimmt also. Die haben wir hier bei diesem Ganzen ermittelt. Aber ich möchte noch mal schnell in diesem Fall auf einen kleinen Exkurs kommen. Und zwar, wie kommt man auch auf diese 907. Grad? Und da machen wir gleich noch mal einen Ausflug in die Bruchrechnung, was sehr hilfreich ist für alle, die dies noch nicht können. Ich werde mal schnell den Kreis noch mal malen. So, wieder da. Wenn wir jetzt sagen, der Kreis ist nicht schön, weiß ich. Wenn wir das mal in sieben Ecken aufteilen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, war nix. Ich mache mal Pause. So, wieder da. Wenn wir das mal in sieben Ecken aufteilen und jetzt wieder an unsere Innenwinkelsumme und so weiter rangehen, dann haben wir hier ein Dreieck und das sieht wie folgt aus. Wir sagen erstmal, wenn einmal rum 360 Grad sind, ist dieser Winkel 360 siebtel Grad. Bis dahin ist es noch logisch. Wir hatten aber vorhin gesagt, hier, diese Formel hier, um die geht es jetzt. Das ist 180 minus 72 durch 2. Wie kommen wir jetzt weiter? Ich sage hier, dieser Winkel ist, und zwar 180 Grad minus, und jetzt kommt der Innenwinkel hier, das waren die 72. Das sind aber keine 72, sondern 360 siebtel Grad. Und den ganzen Kram durch 2 ist gleich was? Und jetzt müssen wir ganz kurz in die Bruchrechnung noch gehen. Und zwar folgendes. Wir können so ähnlich wie, nehmen wir das Beispiel 5 minus 4 Sechstel, ach nee, na ist egal, geteilt durch 2. Wie kann man das aufsplitten? Indem man sagt, das ist 5 durch 2 minus 4 Sechstel durch 2. Ne, ich habe den Bruch aufgeteilt. Genauso wie ich sagen kann, 1 plus 2 durch 3, oh, durch 3, kann ich ja auch sagen, ist ein Drittel plus zwei Drittel. Genau das gleiche Verfahren haben wir hier angewendet. Jetzt haben wir aber blöderweise einen Doppelbruch hier. 5 halbe ist nicht schlimm. Aber 4 Sechstel durch 2, ich weiß, 4 Sechstel kann man kürzen, aber darum geht es jetzt nicht. 4 Sechstel durch 2 kann ich sagen, 4, und jetzt sage ich leise, Sechstel, durch 2. 4 durch 2 ist 2 Sechstel. Also kann ich umformen in 5 halbe, das sind die ersten hier, minus, und jetzt nicht 4 Sechstel, sondern, weil es durch 2 nochmal geteilt wird, plus noch 2 Sechstel. Und das Gleiche können wir hier auch anwenden. Ich hoffe, dass das klar geworden ist. Ich wische es mal weg, weil den Platz brauche ich gleich. Es passiert nichts Schlimmes jetzt. Wir wenden das gleiche Verfahren an. Wir schreiben das um. Das ist 180 Grad durch 2 minus 360 Grad Siebtel durch 2. Wenn ich das umforme, 180 durch 2 ist 90 Grad minus, und jetzt sage ich, 360 durch 2 sind 180 Grad. Siebtel. Siebtel bleibt ja noch. Ich habe die 360 durch 2 geteilt, da werden 180 und die Siebtel bleibt. Jetzt muss ich das gleichnamig machen. Das ist aber nicht schlimm. Hieraus mache ich Siebtel. Das heißt, ich nehme hier unten mal 7 und hier oben mal 7. Demzufolge 7 mal 90, 630 Grad Siebtel minus 180 Grad Siebtel. Jetzt habe ich die gleichnamig. Jetzt kann ich sie voneinander abziehen. 360 minus 100 ist 630. Ist 530 minus 80 ist dann bloß noch 550. Ne? Habe ich mich jetzt verrechnet? 500, Quatsch. 450. Das sind also 450 Siebtel Grad. So habe ich das gemacht. Ich habe also aufgeschrieben, wie ich diesen Winkel errechne, indem ich sage Innenwinkelsumme minus den schon vorhandenen Winkel, und das sind 360 Siebtel, und teile dann durch 2, weil ich bloß noch einen Winkel habe. Ich will ja nur den einen und nicht diesen ausrechnen, sondern nur den einen. Und habe dann mittels Bruchrechnung ganz einfache mathematische Kenntnisse angewandt und bin auf 450 Siebtel Grad gekommen. Wenn dieser Winkel aber 450 Siebtel Grad ist und ich das Siebeneck weitermalen würde, ist der Ergänzungswinkel genauso groß.
Das heißt also, das sind nicht 450 Siebtel, sondern insgesamt, jetzt wieder der Winkel, sind das 450 mal 2, 900 Siebtel Grad. Und siehe da, das ist genau das, was ich hier letzten Endes oben errechnet hatte. 900 Grad Siebtel.